Hallo, Lektion 8. Jetzt kommen wir zu der Ausstattung. Sonst sehen die Räume etwas leer aus. Die Möblierung und die Sanitärobjekte. Sie sehen hier eine Leiste von einzelnen Objekten. Fürs Bad fangen wir mal mit WC an und in dem Unterverzeichnis, wie Sie sehen, 2 Bib Sani WC, befinden sich einige Elemente. Und wir können die Toilette zuerst, die erste ganz einfach nehmen und dann eben irgendwo setzen. Und das war es im Prinzip. Jetzt mit dem Waschbecken ist ja identisch. Wir haben verschiedene Möglichkeiten. Nehmen wir den. Schön ist es nicht, aber es geht nur ums Prinzip. Wir haben dann natürlich auch Badewannen und so weiter und so fort. Eine Badewanne, sagen wir mal, 71. Wenn wir die hier setzen, dann gut, dann muss gut, die muss dann hier so verschoben sein und das war's im Prinzip. Die Schränke. Wir haben eine Möglichkeit, einen Schrank zu erstellen mit dem Layer Möbel. Und wir zeigen einmal Einfügepunkt der Schrank und Endpunkt. Schranktiefe ist 0,6. Wir können es auch, aber wenn ich das lösche, einen Schrank erstellen und sagen wir mal da und Mitte von dem, auch mit 0,6, haben wir so einen Schrank. Wir können das kopieren oder nochmal unten noch ein zweites dazu setzen. Das ist ja nichts anderes als ein Block mit Kreuz, mit einem Kreuz in der Mitte. Wir haben auch in der Leiste einzelne zweite Tische oder Stühle und das ist ja nichts anderes als eben ein Unterverzeichnis, wo die Elemente sitzen. Sagen wir mal eine Sofa und die sitzt dann irgendwo im Raum. Dazu kommt noch mal kommen noch Rahmen und die werden auch auf extra Layer gesetzt. Wir haben jetzt verschiedene Möglichkeiten. Sagen wir mal, es ist ein A3, das kann man selbst erstellen, angepasst extra an eigenen Drucker. Sagen wir mal, DIN A3 für Epson, das ist der Drucker, den ich habe. Und da kann ich den Rahmen hier setzen. Und dazu nochmal kommt das Zeichenkopf. Wenn Sie jetzt eins selbst haben, selbst entwerfen, der kommt nur in dieser an die entsprechende Stelle, wo jetzt TAB ist, also Tabelle. Nochmal. Na, es scheint, dass ich hier keinen habe, doch. Hier sind die. Sagen wir mal, das ist jetzt ein kleiner von mir. Öffnen und er kommt da an die Stelle. Sorry, falsche Ecke angeklickt. Das kann man jetzt natürlich schieben, ändern, wie man es will. Ja. Das war's im Prinzip. Sieht natürlich hier noch nicht so ganz toll aus, aber es geht ums Prinzip. Was wir noch hier haben, ist ja nochmal Symbole für zum Beispiel Nordpfeiler. Aber das ist auch eigentlich in jedem AutoCAD-Programm drin. Okay, das war's wieder. Vielen Dank.